Stadtrechte sind eine ganz komplexe Angelegenheit. Man muss sich das ja vorstellen. Da kommen etliche Leute zusammen, die gründen eine Stadt. Also hier zum Beispiel Lübeck im Jahr 1143 gab es wahrscheinlich schon eine kleine Siedlung von Kaufleuten. Dann kam der Graf Adolf II. Von Schauenburg und sagte so, wir machen hier jetzt eine Civitas, eine Stadt. Und so eine Stadt, um eine richtige Civitas zu sein, die brauchte natürlich ein Stadtrecht. Also beriet sich der Graf mit den hier schon siedelnden, also Bürgern, sagen wir mal, was wollt ihr für ein Recht haben? Und dann sagen die zu ihm, also wir hätten gern das Soesterrecht, also von Soest in Westfalen. Und wenn der Graf einverstanden ist, dann bekommen hiermit die Bürger dieser Siedlung das Soesterrecht. Dieses Soesterrecht war jetzt aber ein Stadtrecht. Und ein Stadtrecht hatte ganz besondere, ganz besondere Bestimmungen gegenüber dem allgemein geltenden Landrecht. Dazu muss man wissen, dass das Mittelalter ja im Grunde genommen eine agrarische Gesellschaft war. Ja? Und auf dem Land draußen gibt es ja ganz andere rechtlichen Voraussetzungen als in der Stadt, wo das Leben viel enger zusammengebunden ist, wo viel mehr Leute von der Herstellung von Waren und von Kauf und Verkauf in ganz kurzen Zeitabständen leben, als auf dem Land draußen, wo die Leute relativ autark waren und wo ein Grundstücksverkauf, was weiß ich, alle 10 Jahre mal vorkam. Deswegen wurden in diesen Stadtrechten diejenigen Rechte aufgezeichnet, die sich von dem jeweiligen Landrecht unterschieden. Also man hat immer nur das aufgezeichnet, was unterschiedlich war zu dem, was jeder ohnehin wusste. Und das heißt hier für unser Beispiel Lübeck, dass hier in Lübeck das sogenannte Holstenrecht gab, als Teil des Sachsenrechtes. Das war das Recht der Holsten, die hier lebten. Und darauf wurde jetzt praktisch aufgepfropft das Soesterrecht mit seinen spezifischen Bedingungen. Damit war es aber noch nicht zu Ende. Und schwierig wird es natürlich dadurch, dass dieses Soesterrecht hier in Lübeck ja gar nicht aufgeschrieben war. Das hatten die Kaufleute im Kopf, die es anwenden mussten. Und dann haben sich hier die Verhältnisse geändert. Und dann bekamen die Lübecker ein ganz wichtiges Recht von Kaiser Friedrich I. Der gestattete ihnen nämlich, das Landrecht in den Dingen oder in den Angelegenheiten, die ihnen in der Stadt nicht passten, zu ändern. Ja, die sogenannte Rechtsbesserung. Das ist, und damit waren jetzt die Bürger in der Lage, aus dem Landrecht heraus oder das Landrecht in den Passagen zu ändern, wo sie in der Stadt eben andere Anforderungen hatten. Das ist die eine Linie. Und dann kommt die andere Linie noch dazu, nämlich das sogenannte Willkürrecht. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Willkür hat für uns heute ja eine ganz negative Bedeutung. Das heißt ja, nach Gutdünken arbeiten, nach Gutdünken handeln, ohne jegliche rechtliche Grundlage. Das war im Mittelalter ganz anders. Die Willkür ist im Grunde genommen eine andere Bezeichnung für das, was wir vorhin Einung genannt hatten. Ein ganz wichtiges Recht dieser Einungen war, ihre Angelegenheiten im Innern selbst rechtlich zu ordnen, also sich Regeln zu setzen, an die sich jeder halten musste. Das wurde beschworen und jeder, der dann gegen eine dieser Bestimmungen verstieß, war dann sofort der vereinbarten Strafe unterfallen. Ja? Und jetzt hat sich also diese landrechtlich-stadtrechtliche Seite mit diesem Recht der Willkür, also dieser Setzung von Regeln für das eigene Zusammenleben verbunden. Und aus allen diesen Elementen hat sich dann zusammen mit den Rechten, die so eine Bürgerschaft noch von ihrem Stadtherrn bekam, zum Beispiel eben, dass sie nicht auf auswärtige Kriegszüge fahren mussten, dass sie sich vor keinem anderen Gerichtsherrn verantworten mussten und so weiter,
zu dem zusammengebunden, was wir dann Stadtrecht nennen und was aber einer ständigen Änderung unterworfen war. Und ganz kompliziert wird es jetzt ja noch dadurch, wenn Sie jetzt überlegen, dass wirklich nur das aufgezeichnet wurde, was irgendwann mal strittig war. Das begann in Lübeck so in den 1240er Jahren. 1243 ist, glaube ich, der erste Rechtskodex für Tondern abgefasst worden. Aber im Prinzip hatten die Leute dieses Recht im Kopf. Ein Beispiel: Das Lübecker Recht wurde 1255 an Kolberg vergeben, also eine Stadt in Pommern. Und die Kolberger haben erst 1294/95 eine schriftliche Aufzeichnung des lübischen Rechts angefordert. Das heißt, sie haben zwei Generationen lang Recht gesprochen, nach dem, was sie vom lübischen Recht im Kopf hatten.